ist so, dass es bei manchen Stürzen sicherlich auch gerechtfertigt, wenn der Sportler lange braucht, um wieder irgendwo in die Choreografie zu kommen und vielleicht auch so ein bisschen mitgenommen wirkt. Bei ihm, denke ich, ist es nicht gerechtfertigt, denn er war sofort wieder präsent und da, man hat eigentlich kaum einen Unterbruch in dem Programm gesehen. So, jetzt also, Sie haben es vielleicht ein bisschen gehört, liebe Zuschauer, zu Hause auch, ist in der Helsinki Arena der Teufel los, weil der Teufel des Eiskunstlaufens auf dem Eis steht. Yuzuru Hanyu. Und er ist immer wieder in der Lage, ein richtiges Feuer zu entzünden. Zweiter Wettkampf in diesem Jahr. So, schau dir jetzt mal an, wie locker er den dreifachen Axel aus dem Vorbereitungsschritt läuft. Schwupp, einmal drehen und der dreifache Axel. Gut kaschiert, kann man nicht anders sagen. Der Mann ist von einer anderen Eiskunstlaufwelt, ganz einfach. Der gehört ganz woanders hin. Schauen Sie, die gar nicht brechen die Dämme. Jetzt brechen alle Dämme. Alle. Die Eisfläche ist zugedeckt von Blumen. Yuzuru Hanyu ist der Star des Eiskunstlaufens. Er überdenkt alles. Alle vier Disziplinen, im Übrigen, alle anderen drei, die deckt er auch noch zu. Er ist quasi der Usain Bolt des Eiskunstlaufens. Ja, das ist wohl in der Tat so. Unvorstellbar. Naja, und wer soll ihn gefährden? Nathan Chen vielleicht. Aber sonst sehe ich absolut keinen, der ihn gefährden könnte. Wenn er gesund bleibt, dann kann er das tatsächlich vollbringen, was er sich vorgenommen hat, nämlich in Peking, immerhin in seiner Zeitzone, das ist vielleicht sogar so ein kleiner Vorteil noch, sich den dritten Olympiasieg zu holen. So richtig die Zeitzone,
von Toronto und Peking. Ja, gut, ich bin jetzt von Sendai ausgegangen. Ja, okay, gut, das ist aber Heimatstadt. In Ordnung, ja, aber da ist er ja nicht. Ja. Und bestimmt nicht zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Das stimmt natürlich auch. Ja, ist schon eine unglaubliche Qualität. Selbst wenn die Landung mal nicht hundertprozentig funktioniert oder wenn es ein paar kleine Wackler gibt, er verliert seine Linie nicht. Naja. Nie tut er das. Ja, man hat das beim Rausgehen übrigens auch gesehen. Da hat er sich nochmal lachend kurz mit seinem Trainer über den vierfachen Tulip ausgetauscht. Ja, er hatte ja angekündigt, sich am vierfachen Axel versuchen zu wollen. Das wäre natürlich noch ein absoluter Eintrag ins Geschichtsbuch. Den hat er schon mit dem vierfachen Rittberger. Aber er ist auch nicht ganz unantastbar. Den Lutz, den macht er seit dem schweren Unfall. Ich glaube, war es nicht sogar bei der NHK-Trophy, nicht mehr. Da hat er sich ja einige Bänder im Sprunggelenk gezerrt bei der völlig verkorksten Landung des vierfachen Lutz. Und den hat er seitdem nicht mehr gesprungen. Aktuell muss er ihn auch nicht springen, das ist ganz klar. Er gibt schön und brav das Kompliment weiter. Er ist schon verteufelt guter Junge. Ja. Yuzuru Hanyu. Und jetzt werden wir natürlich klar sehen, dass er an Brezhnev vorbeifliegt. Mit 106,69 Punkten. 13 Punkte mehr. Ja. Aber ja, es sind ja schon gegenüber Brezhnev, Henrik, 10 Punkte mehr in den Programmkomponenten. Na, ist brutal.